Hallo und herzlich willkommen zu dem Video, in dem ich euch ein bisschen das Organizing Canvas Modell vorstellen will. Das Canvas Modell, das ist eigentlich ein Werkzeug für die Organisierung, also entwickelt von Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis für die Praxis. Und ihr werdet sicherlich über die Website story.bobius.org auf uns gestoßen sein. Ihr findet alle weiteren Infos auch da unten im Hintergrund. Also das Werkzeug kann auf jeden Fall benutzt werden für einen Arbeitsplatz, für die Organisierung im Stadtteil, für feministische Kämpfe, für Klimastreik beispielsweise oder auch als Refugees. Das Tool soll euch helfen, eure Fragen zu stellen, mit der ihr in der Organisierung sowieso konfrontiert werdet. Und die Hilfe soll sozusagen sein, dass ihr euch diese Fragen möglichst früh stellt. Okay, bevor ich anfange, würde ich euch gerne noch ein paar Notizen zeigen. Bitte beachtet immer, macht das Modell mit euren Kolleginnen und Kollegen zusammen. Es geht nicht darum, dass ihr das einzeln bei euch im Wohnzimmer sozusagen alleine ausfüllt, sondern immer in der Diskussion. Wichtig ist auch, das Modell ist sozusagen immer ein vorläufiger Stand. Das kann sich ändern, so. Aber es geht darum, das irgendwie gemeinsam immer wieder auch zu überprüfen. Aus der Erfahrung, auch mit Workshops, die ich dazu gegeben habe, ist, dass eigentlich kampferfahrene Kolleginnen das weitaus überzeugender und weitaus intuitiver finden, sich diese Fragen in so einer Tabelle zu stellen, als diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, weil es sozusagen weil es sehr vom Alltagsgeschehen sozusagen weg ist. So, und dann als drittes noch, genau, alle weiteren Infos findet ihr auf story.bobius.org/de. Wenn ihr meine Schrift nicht lesen könnt, ist nicht schlimm, könnt ihr alles unter dem Video sehen oder auf bobius.org. Steigen wir mal ein. Ihr seht hier die komplette Tabelle. Ich habe hier oben mal angefangen, was einzutragen. Ich mache das jetzt mal anhand von einem fiktiven Betrieb im Sozial- und Erziehungsdienst, weil ich mich da am meisten auskenne. Ihr werdet sozusagen ein paar Sachen aus meinem Betrieb finden, aber auch sozusagen so ein bisschen fiktive Sachen, damit ich jetzt hier nicht alles sozusagen auf YouTube teile mit dem, was bei uns im Betrieb läuft. Genau, hier ist eine Möglichkeit, seinen Namen einzutragen, hier oben das Datum und sozusagen nochmal die Nummer. Also weil es ja eben Sinn macht, verschiedene Modelle zu machen, wie ich gerade schon erklärt habe. Ich fange jetzt mal an, das mit euch gemeinsam auszufüllen und erzähle euch so ein bisschen, was ich da gemacht habe. So, unser Modell basiert sozusagen auf den Arbeiterinnen, also auf den Kolleginnen, die da im Betrieb sind. Genau, das seht ihr hier. Und genau, also weil man könnte es natürlich auch machen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sozusagen als Hauptzielgruppe, aber das ist nicht unser Ding. Dann als sekundäre Basis, also sozusagen unsere Gegnerin, mit denen wir arbeiten müssen, ist einmal die Geschäftsleitung bei uns im Betrieb, also unmittelbar, und einmal die Landesregierung, was damit zu tun hat, dass sozusagen mein Arbeitgeber Geld von der Landesregierung bekommt und das heißt, die schieben sich immer die Bälle hin und her und sagen, oh, sorry, wir können nichts machen, aber die Regierung ist schuld und so weiter. Und so spielt man sich gegenseitig die Bälle zu. So, unsere Hauptprobleme in dem Betrieb sind einmal zu viel Verwaltung. Das heißt, als pädagogische Kräfte sind wir super viel damit beschäftigt, irgendwie Dokumentation auszufüllen. Das kennen viele Kolleginnen im sozialen Bereich. Dann zweites Problem ist zu wenig Zeit für unsere Klientinnen. Und das dritte große Thema Geld. Wobei das im Alltag jetzt nicht so, wir reden jetzt nicht die ganze Zeit darüber, aber sozusagen mehr Geld zu haben, ist ja immer ganz charmant. Wir haben eben schon über das Thema Probleme gesprochen, das war dieser Punkt hier. Ich mache mal kurz den Bogen hier rüber zu den Spaltungstechniken, weil das sozusagen relativ nah zusammenliegt. Spaltungstechniken ist sozusagen die Idee, mit welchen technischen Hilfsmitteln oder welchen Sozialtechniken werden wir als Kolleginnen gespaltet? Da, wo ich unterwegs bin, gibt es das sogenannte Qualitätsmanagement, was ihr vielleicht so ein bisschen kennt aus dieser Idee, auch wie bei Henry Ford am Fließband, das ist diese Zerlegung der einzelnen Arbeitsschritte, zu sagen, du hast 3,43 Stunden Zeit für den Klient oder für das und das. Und sozusagen, das ist diese Vermessung, die in den letzten 10 bis 12 Jahren in meinem Bereich sozusagen sehr vorangeschritten ist, was auch dazu führt, dass sozusagen eine bestimmte Kritik von uns als Kollegin verunmöglicht. So im Sinne von, Moment mal, ich brauche aber mehr Zeit. Oh, sorry, das lässt sozusagen die Pauschalen nicht zu. Gleichzeitig gibt es auch noch die zweite Technik. Das ist sozusagen das Herausgreifen von Einzelnen. Also wenn jemand irgendwie was schlecht macht, dann kann man sagen, sorry, da hast du dich wohl nicht an die Vorgaben gehalten.
So, das sind sozusagen der Problemteil. Und wenn wir jetzt hier mal kommen von, was soll unsere Organisierung als Linke sozusagen als Vorteile bringen, wenn man so, also wenn man das jetzt mal so als Geschäftsmodell sozusagen denkt, dann habt ihr hier als ersten Punkt, also Solidarität, wir helfen uns gegenseitig im Alltag. Dann ist hier Nummer 2, Handlungsmacht im Alltag, also was passiert, wenn ich irgendwie von meinem Auftraggeber oder von meinem Chef sozusagen einen auf den Deckel bekomme, dann verständige ich mich mit meinen Kollegen und wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Das ist dann hier auch der dritte Punkt, sozusagen die Individualisierung aufheben, weil das ja für alle Arbeitsbereiche sozusagen ein großes Thema ist. Für den Bereich, wo ich unterwegs bin, genau, bin ich sozusagen sehr viel einfach täglich alleine unterwegs und wenn ich nicht aktiv mit anderen Kolleginnen rede, dann geht das manchmal verloren. Dann gibt es hier das Alleinstellungsmerkmal. Ich finde, das klingt so ein bisschen sehr nach Betriebswirtschaftsmodell, also einfach sozusagen klarer Slogan. Das ist jetzt im Falle der IWW, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Kommen wir zu den Strategien. Also, wo finden Kämpfe statt? Wie gewinnen wir? Was hauptsächlich passiert, sind direkte Aktionen auf Betriebsebene, was einfach bedeuten kann, Chef hat eine neue Anweisung und wir überlegen uns, setzen wir die um oder setzen wir die nicht um? Und wenn ja, wie gehen wir dagegen vor? Sozusagen immer auf unmittelbarer Ebene von unser Verhältnis sozusagen zum Vorgesetzten. Dann Nummer 2 sind die Absprachen über Teams in Abteilungen. Das heißt, unsere Abteilung ist relativ groß mit so ungefähr 50 Leuten. Das heißt, wir besprechen uns sozusagen dort in den Teams miteinander. Und dann gibt es als dritten Punkt auch noch Aktionen im Verhältnis zu anderen Gewerkschaften. In diesem Fall ist Verdi auch mit im Betrieb. Das heißt, wir müssen uns auch dazu verhalten, was ist, wenn so Streiks im öffentlichen Dienst sind beispielsweise. Und dadurch, dass es auch Kolleginnen gibt, die halt im Betrieb bei Verdi aktiv sind. Bei dem Konkurrenzvorteil, das ist so ein bisschen auch die Frage, da müsst ihr sozusagen viel drüber nachdenken, dass in dem Moment, wo ihr auch als Basisgewerkschaft was macht, schielen immer auch andere Gewerkschaften darauf, was bei euch passiert und was entweder sein kann, dass sie versuchen, euch zu bekämpfen oder versuchen, euch zu vereinnahmen. Beides ist möglich, kommt auch ein bisschen auf den Bereich an. Aber immer dann, wenn man erfolgreich ist, gucken halt andere auf einen. Bei Konkurrenzvorteil in diesem fiktiven Betrieb könnte man sagen, also die Schlüsselpersonen sind auf unserer Seite. Also alle wichtigen Leute sagen, yo, okay, wir machen dieses Basiskomitee und genau, das finden wir auch für die genau richtige Variante. Dann die Zusammensetzung, junge Leute mit Energie. Ich weiß nicht, ob ihr, das ist viel in Bereichen, die so am öffentlichen Dienst dranhängen, sozusagen viel sehr frustrierte Kolleginnen geben, die ganz viel Verlusterfahrung und Niederlagenerfahrung haben und da ist es mitunter schwierig, etwas Neues aufzubauen. In diesem Fall hier ist es ein Vorteil, weil es sozusagen junge Leute gibt mit Power. Dann gibt es noch den dritten Punkt, politische Kaderinnen. Das seht ihr auch auf der Homepage story.wobblies.org, dass es sozusagen immer von Vorteil ist, wenn man politisch aktive Leute dabei hat, weil die im Zweifel auch sagen, naja, ich gehe jetzt mal Risiko ein, wenn ich gefeuert werde, dann ist es halt so. Aber das kann durchaus ein hilfreiches Asset sein, sozusagen, wenn man das will. Nicht notwendigerweise. Die können auch einem alles kaputt machen, aber da muss man sozusagen entscheiden, was man möchte. Kommen wir nun zu den Kosten. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie aktiv ihr so seid. Ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, Print 50 Euro im Jahr ungefähr für so Flyer oder Aufkleber. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so teuer. Dann, wenn ihr eine Website betreibt, 100 Euro im Jahr könnte man irgendwie dazu rechnen. Das ist dieser Punkt. Und dann noch die Soli-Kasse mit ungefähr 1500 Euro im Jahr. Als ein Beispiel für, wie man das sozusagen machen könnte. Kommen wir nun zu den Schlüsselkennzahlen. Da geht es eher so ein bisschen um die Frage, wie messe ich sozusagen Erfolg oder woran kann ich sehen, dass wir eigentlich Erfolg haben. In diesem Fall habe ich aufgeschrieben die Nummer der Komiteemitglieder, also die Frage, wie viele Leute kommen zu so einem Betriebsgruppentreffen, je nach Bereich, in dem ihr unterwegs seid. Also bei mir ist sozusagen ein sehr frauendominierter Bereich, das heißt, wenn euer Komitee mehr männliche als weibliche Mitglieder hat, ist euer Komitee verkehrt. Also sozusagen, dann habt ihr was verkehrt gemacht, weil es hier schon auch um die Frage geht von, das muss schon auch
zumindest einen Anteil an Repräsentativität haben für euren jeweiligen Arbeitsbereich. Dann gibt es hier den Punkt Auseinandersetzungen gewonnen. Genau, wie viele Konflikte habt ihr sozusagen erfolgreich für euch entschieden? Und in diesem Fall gäbe es noch den Punkt, wie viele Leute sind eigentlich der IWW beigetreten? Für das Beispiel hier habe ich für Kanäle ausgewählt, also die Wege, über die wir uns gegenseitig erreichen oder in diesem Fall die Mitglieder von dem Organisierungsmodell, ist einmal eine Mailingliste, so ein Klassiker, dann Telefon, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob ihr einen Bereich habt, wo Leute ihre Privattelefone benutzen oder auch ein Diensttelefon haben. Und der dritte wäre WhatsApp, das ist sozusagen interner Kommunikationskanal, genau, was so ein bisschen wie die Gruppensoftware Slack funktioniert. Kommen wir jetzt zu dem Punkt Kernkompetenzen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn man so Basisorganisierung aufbaut, dann braucht man relativ viele Fähigkeiten für ganz viele verschiedene Bereiche. Das Ding ist aber, insbesondere dann, wenn man keine Hauptamtlichen hat, kann man nicht einfach alles gut können. Das geht einfach nicht. Und hier wäre so ein bisschen die Frage, gibt es Fähigkeiten, auf die ihr euch besonders spezialisieren wollt? Für die IWW-Kampagnen der letzten Jahre, die wir untersucht haben, das ist hier unten, spielte Öffentlichkeitsarbeit eine große Rolle. Also die Frage, kann man sozusagen das Image der Unternehmen gut angreifen, indem man sagt, hey, ihr behauptet doch, ihr werdet alle so total toll. Stimmt ja gar nicht. Das sozusagen kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Unternehmen man unterwegs ist. Dann, zweiter Punkt, schnelle Kommunikation. Also angenommen, irgendeine Kollegin oder Kollege wird vom Chef zur Sau gemacht. Wie schnell kriegt das jemand mit, um halt sagen zu können, wir reagieren sofort, innerhalb von 5 Minuten oder so. Oder was ist, wenn eine Kollegin gefeuert wird? Und jetzt im Falle der IWW könnte man sagen, ein Punkt ist auch die weltweite Unterstützung. Das ist durchaus schon häufiger vorgekommen in Kampagnen, dass man sagen kann, da rufen dann Kolleginnen aus den USA oder Großbritannien beim Chef an und sagen, hä, was ist hier überhaupt los, warum wurde eine Kollegin gefeuert? Oder andere Sachen. Kommen wir zur Mitgliedschafts- und Multiplikatorinnenstruktur. Da geht es ein bisschen um die Frage, wer ist eigentlich Mitglied und wer nicht? Muss man dazu einen formalen Zettel unterschreiben? Heißt das nur, dass man sagt, ja, ich bin dabei? Das kann man ganz unterschiedlich gestalten. Für dieses Beispiel, das ich hier genommen habe, gibt es sozusagen alle Interessierten, die Lust haben, können mitmachen. Allerdings gilt das nicht für Leitung oder für Teamgruppenleiter sozusagen. Die Entscheidungsstruktur ist, dass es sozusagen 2/3 Mehrheiten auf Komiteetreffen gibt und diese Treffen gehen auf gar keinen Fall länger als 2 Stunden, weil dann nur sozusagen diejenigen gewinnen, die am längsten sitzen bleiben. Die Struktur ist, genau, es gibt die Mailingliste und sozusagen zuständige Delegierte, die dann sagen, wir laden für das nächste Treffen ein. Kommen wir zum letzten Punkt. Kommen wir zu den Mechanismen. Das ist etwas, was in Organisierungskampagnen, die vor allem von Leuten gemacht werden, die noch nicht so lange dabei sind, sozusagen oft übersehen werden. Mechanismen ist vor allem die Frage, angenommen wir haben Erfolg, wie sorgen wir dafür, dass der Erfolg auch sozusagen so bleibt? Also wie sichern wir sozusagen unsere Erfolge ab? Das kann man natürlich auch nicht immer so eindeutig beantworten, aber zumindest sich die Frage schon mal zu stellen, ist da gar nicht so schlecht. Ich habe hier aufgeschrieben, einmal eine Bewusstseinsbildung über Abteilungen hinweg. Das heißt, die Frage, angenommen, eine Abteilung setzt irgendwas durch, was unbedingt gewollt ist, dann wäre so ein bisschen die Frage, fängt die Geschäftsleitung an, verschiedene Abteilungen gegeneinander auszuspielen, um dann zu sagen, naja, warum, wir mussten jetzt Abteilung X das und das geben, deswegen können wir der anderen Abteilung sozusagen weniger Geld geben oder weniger Ressourcen zur Verfügung stellen. Dann in diesem Beispiel, das ich aufgezählt habe, gibt es auch einen Betriebsrat. Das heißt, hier wäre auch so ein bisschen die Frage, kann man mit dem Betriebsrat kooperieren und dann beispielsweise Betriebsvereinbarungen abschließen? Das gilt aber dann, das geht dann auch nur für bestimmte Sachen und nicht für alle Sachen. Weil es ja vor allem in diesem Modell darum geht, wie baut man sozusagen von unten, von den Kolleginnen her die Macht auf. Und sozusagen dieses Mini-Parlament Betriebsrat kann für bestimmte Sachen hilfreich sein. Es kann aber auch hinderlich sein. Und als letzter Punkt, also wie schaffen wir es sozusagen, den Zusammenhalt nach innen zu machen, sind soziale Events. Ob das eine Party ist oder ein Konzert oder Grillen oder keine Ahnung was. Ja, das soweit das erste Video gewesen zu einem Organizing Canvas Model. Wir hoffen, dass ihr damit was anfangen könnt
Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst oder uns sonst eine E-Mail schreibt an organizing@bobbys.org, um, wenn ihr Feedback habt oder irgendwie den Eindruck habt, hey, yo, das hat mir total geholfen, ich habe Bock, das weiter zu verbreiten. Alles klar, macht's gut. Ciao.